Hier in Bodennähe, ein bisschen weiter weg. Bisschen weiter weg von denen. Da wird dann was messbar. Auch immer nur kurzzeitig. Voll krass. Ich finde das Farbspiel hier von dem dunklen Licht, was immer wieder sichtbar wird, am interessantesten. Zigarettenstummel, unwichtig. Auch krass, dass die Geigerzähler nicht anzeigen. Das sind so viele kleine Punkte. Wenn das alles Partikel sind, die gehen alles an den Geigerzählern vorbei. Was an Boden nehmen ist. Hier habe ich jetzt das Gefühl, dass wenn mich hinten jemand am Nacken packen würde. Und von unten das Spannungsgefühl auf dem Finger. Aber nichts groß zu sehen, ne? Aber nicht so mit 0,00. So ein paar Zentimeter in Bodennähe. Direkt Boden. Ich zeig mal. Oh, Fingerspagat. Okay. Na, komm. Fuck. So. Komm ich doch näher, als ich wollte. Wieder bei 0,0, krass. Ich würde sagen, nichts hier weg. Ich glaube, ich habe noch eine Stelle entdeckt. Hier sieht man es dunkel. Und auch diese elektromagnetischen Schwingungen und auch die Teilchen wandern von jetzt rechts unten nach links oben. Ich mache mal ein bisschen UV-haltige Taschenlampe an. Der Bordstein hier von dem Markt von innen. Begrenzungssteine von der Seite. Die Steine sind da. Hinter dem Gebüsch da, die leuchtenden.
Okay. Auf der Lippseite sieht, finde ich, ist ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingucke. Also da ist hier zwischen Weg und Bordstein nichts. Fast nichts, das fluoresziert. Hier an diesen Rändern hier auch nicht. Da auch nicht. Aber hier. Ja. Hier ist so gesehen nichts, was blendet und fluoresziert. Steine sind dahinter. Finde ich, sieht anders aus. Ich gehe da mal mit dem Geigerzähler rein. Richtigen Erfolg. Fängt auch nicht richtig an zu ziehen. Ich habe ein Gefühl, es sind sich meine Haare aufladen. Also das habe ich. Ich glaube, das ist Metall. Die ganzen Partikel von da müssten da drauf prallen. Was da verbleibt, müsste Röntgenstrahlung bleiben, die er wiederum sehen kann hier. Zumindest ein Teil. Nicht so wirklich. Oder doch.
Ja, ich bin jetzt auch erweckt, ich bin über der Zeit. Interessant ist das beim Weggehen. Da kommt da so ein bisschen. Ich finde, das fluoresziert hier nicht so stark. Ähnlicher Absatz ist nur einfach dunkel. Hier ist er ein bisschen heller. Da ist auch die Richtung von der Steine. Es geht hier über den ganzen Platz, was die rausschmeißen. Ob das hier eine Innenseite ja, tatsächlich da fluoresziert jetzt kaum wie auch da an der Innenseite, aber hier und ja, gut, hatte ich schon gezeigt, das ist hier auch weg. Ach, hier fluoresziert jetzt irgendwie gar nichts, ne? Oder doch. Die Leuchtenteller-Innenseite ist hier nicht jedenfalls. Nicht so wirklich. Aber ist immer noch die Richtung klar, von was da irgendwie was auf einen zukommt. Oh, die Geier, wir schaffen das nicht richtig. Vielleicht noch ein bisschen weiter weggehen. Da komme ich her. Da kommt wieder was auf einen zu. Hier keine Ahnung, was. Immer noch was da, was zurückleuchtet. Aber nicht mehr so viel. Ich mal reingucke. Ja. Hier an der Seite wie Staub, der von da kommt. Das ist oben drauf und die obere Kante. Der ganze Rest hier. Ja. Hier habe ich was entdeckt. Hier die Innenseite hier von dem Bordstein hier. Das Ding ist da 50 Meter weit weg. Hier ist nichts mehr, was fluoresziert. Bierflasche. Und man sieht hier auch diese Wellen hier, die auf mich zukommen. Hier rüber. Ich sehe schon, das schafft ein bisschen restlich der Fotosensor schon. Der Stein ist absolut schwarz für meine Augen. Ich den mal anleuchte. Und ich meine, hier ist genau aus der Richtung, von wo das Licht kommt. Also, der wird ja schon geröntgt.
von ihm. Das hier ist der wohl radioaktive Stein auf dem Supermarktparkplatz. Keine Firnfeder. Diesen Nebel, den sieht man als Blendung war am Tage. Auch wenn man hier hochgeht oder fährt. Schon ohne UV-Taschenlampe sieht der eine Stein so ein bisschen leuchtend hier aus. Das schafft der Fotosensor so. Ich mach die mal an. Das ist der mittlere Stein. Viel Gescheiß hier. Und der hier ist von der gegenüberliegenden Seite. Da hat er die ganzen Metallspäne abgekriegt. Wie man sieht, die in die Richtung fliegen von ihm. Ich halte die Lampe auf den Stein und er fängt an zu leuchten. Mit bloßem Auge sieht man auch das Rot nicht. Das schafft der Fotosensor offensichtlich so. Jetzt noch die Frage natürlich, wie ich aussehe. Das weiß ich nämlich nicht. Scheiße! Das nochmal gemacht, ist auf 14 gegangen. Ich kann das irgendwie nicht richtig filmen. Komm, mach doch mal scharf. Ich mach mal Licht an. Ich wundere mich schon aus dem Weltall, warum bei Google Earth sowas von hell ist. Ob man das jetzt hier mal sehen kann. Der war auf 14, ist auch auf 1,8, 14,16. Schafft das überhaupt gar nicht scharf zu stellen. Ja, ich muss hier weg. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas 25 Wert steigend. 440, 450. Na, keine Hand frei. Oh. 512. Ich weiß nicht, was das ist. Noch unterhalb vom Verletzungsbereich. Aber vielleicht mal trotzdem hier weg.
620, 650. Oh. 670. Oh, das zieht am Kopf. 700. Ich hatte auch gedacht, dass das am Abend hier irgendeine Action gibt, wenn hier keiner ist. So schlimm, wie die aussehen. Krass. Also ich weiß ja nicht, was er jetzt hat. Irgendwie hat die ganze Zeit irgendwie sogar null gemessen. Ja. Okay, wenn ich noch näher rangehe. Krass. Krass. Ich bin hier so 5 cm davor, 1 cm. Weiter am Boden. 900. Ist ja heftig. Also ich weiß nicht, was den jetzt reitet. Ich bin hier am gleichen Stein. Wenn ich näher komme, zeigt die mir fast ein Millisievert an. Kann er das eigentlich? Ja, Tatsache. Ich weiß nicht, was das ist. Und wie viel er tatsächlich strahlt. Also hier linke Hand am Herzen, ich merke das auch, ist nicht so toll. Ich gehe hier mal weg. Krass. Ja, das Verletzungsbereich da. Bin ich mal weg hier. Ich hab nochmal mit dem UV-Lampe hier mit der Taschenlampe drauf. Okay. 1080 war gerade.